ich auf dem Nürburgring. Ja. Okay, das Ganze nochmal. Guten Morgen, meine Lieben. Wir sind gleich auf dem Hockenheimring. Wir fahren so eine andere Strecke als gestern, weil es ist halt Sonntag noch viel, viel voller. Und das merken wir auch direkt mit dem Verkehr. Unglaublich. Wir haben aber ein Ticket bereits schon gekauft fürs Auto und können eigentlich irgendwo anders parken. Nur dorthin zu kommen ist etwas schwierig. Gianni schläft, wie ihr vielleicht hören könnt. Der Idi ist auch da und meine Löwenmähne ist überall, merke ich das. Ja, diesmal ist der Idi dabei. Meine Mama ist mit den anderen Kindern zu Hause. Und Jana, es war gestern lange und der Tag war allgemein, ich glaube, also von 8 Uhr waren wir da. Wir sollten um 8 Uhr da sein. Das heißt, wir sind um 7 Uhr losgefahren. Ich bin um 5 Uhr aufgestanden. Und wir waren dann zu Hause um 2 Uhr nachts. Also ein langer Tag. Jetzt gehen wir zu solchen Zeltlagern. Das sind Fans, die da immer sind und auch wirklich zelten, egal welches Wetter ist. Und ja, jetzt haben wir so ausgemacht, dass wir die besuchen. Jetzt habe ich den Gianni, wir sind etwas zu weit gelaufen und jetzt sind wir aber auf dem richtigen Weg. Wow! Guck mal, Idi, was für dich? Siehst du? Was Würstchen? Das ist echt was für mich. Der fühlt sich schon hier total wohl. Der ist gerade draußen. Ja, genau. Was brauchen wir denn? Sehr gut. Ein Bier. Ein Bier? Nein, nicht. Guten Morgen. Kaffee? Ja. Kaffee. Morgen. Moin, moin. Morgen. Morgen. Jetzt im Fernsehen. Live auf NTV. Also Festgruppe oder Schwankfest? Das schwankt immer wieder. Es kommt ja auch darauf an, wie die Leute Zeit haben fürs Wochenende, weil du solltest ja echt schon am Donnerstagabend anreisen, damit du einen guten Platz noch kriegst. Ja. Gerade wenn du im Wohnmobil ein bisschen gerade. Ja, Mann. Ja. Aber macht halt Spaß, wenn du einmal so drin bist. Süß. Tschüss. So. Jetzt gehen wir weiter. Ich bin das erste Mal hier auf DTM, war noch nie. Es wird sehr laut, wurde mir gesagt. Muss ich mal gucken, wie laut das dann wirklich wird. Es wird auf jeden Fall interessant sein. Und ich muss dann heute Abend schon 18 Uhr wieder in der Bar sein, weil ich dann arbeiten muss. Ich habe mir jetzt zwei Tage zwei gute Freunde da in die Bar reingestellt, dass sie mir das mal betreiben können, zwei Tage. Dann habe ich auch mal Zeit für die Kinder gehabt. Gestern hatte ich die Iselle und Celine bei mir, waren ganz gut, die haben sich auch gut verstanden, ich habe für die gekocht. In der Zeit konnte dann die Patricia mit ihrer Mama hier sein. Und heute bin ich da, und jetzt ist die Mama bei den Kindern, nur Gianni ist bei uns. So, jetzt gehen wir rein. Heizen. Richtig teuer. Nicht hier. Wir haben kein Geld, ne? Ja. Wir haben doch 150 Euro. Ich bin danach. Oder so, danach sind wir pleite. 150 Euro für eine Sitzung? Ja, wieso gehen wir noch nicht? Wir reden von Reina in Istanbul. Auch, glaube ich, einen ähnlichen Eingang. Schön. Kommen Sie ein Ziel immer näher. Ihr hört schon Motorgeräusche. Kann man hier was essen? Ich habe Haushalt gemacht. Ich mache Wäsche, ich mache kompletten Haushalt und der sagt eiskalt, ich schlage. Einmal gekocht. Du mit deinem Kochen, ey. Einmal geputzt? Dann noch einmal geputzt. Dann habe ich die Kinder putzen lassen.
Ja, ich auch. Ich lasse den Abwasch Gianni machen. Wo gehen wir hin? Wir gehen jetzt Foto machen. Gian! Ja, mein Schatz. Also hautnah habe ich das noch nicht gesehen. Sehr, sehr viele Menschen, voll Freude.
die Tribünen hier ab hier bis da hinten sehr, sehr voll. Ein bisschen weniger, sonst richtig, richtig gut. Ich gehe da mal langsam mal zurück. Also es wird auf jeden Fall richtig, richtig laut. Und jetzt schon, wie die Welt, die Autos, obwohl sie sich warm laufen. Es ist ein bisschen kalt, wenn ich laufe, laufe ich mich auch warm. Wow, interessant. Echt? Ich weiß nicht, ob ihr mich überhaupt hören könnt. Es ist wirklich hier sehr, sehr laut. Es sind viele Kameras, viele Handys außer, weil wir viel Videos und Fotos gemacht haben. Interessant gewesen. Hier ist es auch jetzt nicht mal so laut wie da drinnen. Kann mich, glaube ich, auch schon verstehen. Jetzt gehe ich mal zu der Patricia und gucke, was die machen. Patricia sitzt drin. Zumindest so ein Teil. Ich hab das voll vergessen, es war ja zu. Ich hab so ein Teil hier. Gehen Sie rein. Aber auch die Straße ist immer klasse, wenn man den sieht. Weißt du, dass die Promis da sind? Echt? Boah. Ein Mädchen, das sich die ganze Zeit angeguckt hat, die ist von der Bild-Zeitung. Echt? Wo du mit Zuschauern hier geredet hast. Ja. Da hat sich doch eine komplett in Rot voll angeguckt. Du hast es nicht gesehen. Die war von Bild, von Bildzeit und die hat drinnen moderiert. Ja, wirklich? Ja. Wer war das? Nico Rosberg! Ja. Guck mal da! Und die Fangemeinde. So, mein Lieben, Patricia und ich gehen jetzt langsam. Und ich muss noch arbeiten. Gerade am Auto angekommen, Dani hat gerade gerupst, schnallen uns gleich alle an und dann fahren wir los nach Hause. Hier habe ich aber eine Visitenkarte, die ich bekommen habe von jemandem, der auch mit dem Fernsehen zusammenarbeitet. Und das ist, die fahr doch nicht los, wenn ich alle nicht angeschaut habe. Achso, das habe ich gar nicht. Ja, okay, meine Lieben, wir fahren dann jetzt gleich mal los. Wir sehen uns gleich. Sterne, Engelbirds ist das. So, meine Lieben, wir sind zu Hause angekommen, schon etwas länger. Ich habe meine Kinder ja wohl schon lange nicht gesehen und meine Mama hat mich auch noch mit ihr unterhalten. Und ja, jetzt bin ich aber schon etwas müde, deshalb schmecke ich mich ab und gehe schlafen. Gute Nacht. Oh, du kommst. Dann sehen wir schon.